Hallo und willkommen. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Stier für den Monat November 2021. Ja, ich beginne mit Tarotkarten und werde anschließend Lenormand-Karten legen. Die Kartenlegung ist auf Privates ausgerichtet, also auf eure Beziehung, Partnerschaft, Ehe. Ihr könnt aber selbstverständlich probieren, die Legung auch auf andere Bereiche anzuwenden, wie zum Beispiel berufliches, familiäres, ne, finanzielle Aspekte. Ja, wenn hier Königinnen und Könige auftauchen, Personenkarten kann für beide Geschlechter stehen. Und ansonsten ganz wichtig, ja, die Legung ist an das Kollektiv gerichtet, also an die Allgemeinheit. Gilt für alle Stiergeborenen. Deswegen kann und wird es passieren, dass sich ein Einzelner in seiner individuellen Lebenssituation nicht wiederfindet. Ist auch nicht weiter schlimm, dann macht es bitte auch nicht passend. Ihr könnt euch dann, wenn das so sein sollte, nochmal die Videos zum Aszendenten, Mond- oder Venuszeichen anschauen. Manchmal passt es da einfach besser. So, dann starte ich mal. Ich mische die Karten und wir schauen zunächst mal, worum geht es hier bei Stier im Monat November? König der Schwerter. Ja, ich lege hier mit einem anderen Tarotdeck nochmal weitere Karten drauf und dann sage ich was dazu. Das Gericht. Zehn der Stäbe. Neun der Stäbe. Ja, fangen wir mal an mit den neun Stäben. Also wir haben hier zwei Stabkarten. Die Stäbe stehen ja immer für Aktionismus, für die Handlung, ja, das, was man tatsächlich umsetzt, ja, die Tasse, die man bewegt. Also Stäbe sind nicht irgendwie Gedanken und Sorgen und Gespräche, das ist nicht die Kommunikation, das ist auch nicht dieses Küsschen und Schmusen, sondern die Stäbe, das ist, ja, das kann auch Küssen und Schmusen sein, aber auf der Horizontalen, ne? Aber hier denke ich mal, geht es vorrangig um diese Handlungsebene, ja, dass hier Aktivitäten stattfinden, die nicht so ganz befriedigend verlaufen. Bei Neun der Stäbe hat man schon einiges probiert und gemacht und getan, um vielleicht die Situation zufriedenstellend zu machen für alle Beteiligten, aber es war sehr mühsam, ja, und mit sehr vielen Rückschlägen behaftet. Man hat hier viel reingebuttert, man hat sich hier wirklich die Ärmel hochgekrempelt und gemacht und getan und alles erdenklich Mögliche bis zur Erschöpfung probiert, um hier ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich sehe hier aber mit den Zehen der Stäbe, es bringt hier jemanden wirklich an die Grenze seiner Kapazitäten. Und da kommt auch jemand zu dem Schluss, okay, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, es ist mir einfach zu anstrengend, zu mühselig, es kostet mich zu viel Kraft, hier mich weiter einzusetzen. Ja. Wir haben hier mit dem Gericht auch dieses, da kommt irgendein Impuls, vielleicht von außen, wo dann ein Erwachen stattfindet. Ja, das ist so dieses Awakening, dieser Aha-Effekt, okay, jetzt verstehe ich. Vielleicht kommt ein Wink von außen, ja, wo man das dann auch wirklich versteht, dass das hier so nicht weitergehen kann. Ja, wir haben hier zentral in der Mitte als Startkarte den König der Schwerter. Also entweder bist du das, lieber Stier, der in diesen Modus reingeht, oder es geht hier um dein Gegenüber. Der König der Schwerter ist auf jeden Fall ein geschiedener Mann. Ja, das ist auch jemand, der viele bittere Pillen schlucken musste in seinem Leben, viele Enttäuschungen hinnehmen musste. Und das hat ihn aber zu diesem weisen Mann gemacht, zu diesem Menschen, der strategisch klug und auch sachlich emotionsfrei die Dinge beobachten und bewerten kann. Weil ab einem gewissen Moment ist es halt auch wichtig, mal die Gefühle beiseite zu legen und einfach nur mit dem Kopf zu schauen, okay, macht das hier Sinn, was hier abläuft? Tut mir das überhaupt gut? Ist das überhaupt zielführend? Kann ich daran aufbauen? Ja, bringt das was für die Zukunft? Ist das hier nur Spielerei? Ist das hier Zeitvertreib? Kostet mich das hier nicht unnötig Zeit, Geld und ja, meine Gefühle, mein Vertrauen, ne?
Ja, deswegen der König der Schwerter kann da sehr, sehr gut Grenzen ziehen, wenn es notwendig ist. Und ich denke mal, hier wird es notwendig werden für irgendeine Partei, weil hier mit 10 der Stäbe kommt man zwangsläufig an einen Punkt, wo man sagt, mag ich nicht mehr. Ja, ich mag da nicht mehr meine Kraft reinstecken. So, okay. Ich lege jetzt mal direkt auf dich, lieber Stier. Die Sonne. Der Herrscher. Ritter der Münzen. Und Neun der Schwerter. Ja, wir haben hier bei dir, lieber Stier, die Sonne. Das ist sehr schön. Das ist eine sehr positive Karte im Tarot. Das steht für sehr viel Klarheit, sehr viel Kraft, sehr viel Energie und auch die Wende in eine positive Richtung. Ich denke mal, hier auch mit dem Gericht, ja, die Sonne und das Gericht. Hier diese Frau, die blickt ja auch in Richtung Sonne. Das ist so dieses Erwachen. Ja, du erwachst aus einem Tiefschlaf eventuell und nun wird dir klar, was hier läuft. Hier mit dem Herrscher nimmst du wieder das Zepter in die Hand und sagst, hey, ich sage, wo es lang geht. Ab jetzt nur noch so, wie ich das möchte. Ja, weil hier hast du auch diese neun Schwerter, adäquat hier zu neun der Stäbe. Könnte sein, dass hier die belastende Situation auf deiner Seite liegt. Ja, hier neun der Schwerter, da ist irgendwas am Wirken, was dich erstmal körperlich und geistig sehr erschöpft, aber auch mittlerweile deprimiert. Ja, bei neun der Schwerter ist man hat dann schon quasi, da stehen einem schon wirklich die Haare so auf dem Nacken. Ne? Die Haare stehen einem zu Berge. Man verkrampft sie schon quasi, ne? Körperlich. Man will das einfach nicht mehr. Man merkt so, man arbeitet schon richtig gegen oder der Körper fängt an dagegen zu arbeiten, dass man nur psychosomatische Symptome bekommt, Kopfschmerzen, auf einmal tun die Knochen weh und ja, so lauter komische Sachen passieren dann auf einmal, wo man sich unwohl fühlt. Und das sind so Signale, hey, da läuft irgendwas total verkehrt. Ja, hier haben wir auch den Ritter der Münzen. Ja, der Ritter der Münzen, das ist so dieses, hier, ich überreiche dir die Münze, ich möchte irgendwo investieren, ich möchte hier was aufbauen. Ja, und mit dem Ritter der Münzen ist es halt ein langsamer, stetiger Aufbau. Aber manchmal handelt es sich beim Ritter der Münzen darum, dass man nochmal Umkehr macht und schaut, ja, will ich das überhaupt in diese Richtung investieren oder will ich diese Münze jemandem anderen überreichen? Ja, das ist so manchmal auch dieses in eine bestimmte Richtung laufen und dann stehen bleiben und nochmal innehalten. So, ich gucke mal jetzt hier auf das Gegenüber. Wie sind die so drauf? Der Tod. Fünf der Schwerter. Die Sonne. Und neun der Münzen.
Ja, hier die Sonne auf der Seite des Gegenübers, auch bei dir die Sonne, lieber Stier. Also das Gute daran ist, es herrscht hier eine Klarheit. Die Fronten sind denke ich mal, geklärt. Jeder weiß, woran er ist. Also es wird hier nicht viel um den heißen Brei rumgeredet, also nicht mehr. Die Fakten liegen hier da und sind für beide Seiten klar erkennbar. So, beim Gegenüber hier der Tod. Die lassen los. Die merken, so geht's hier nicht weiter. Ja, auch direkt unter diesen 10 Stäben, die lassen los, die gehen weiter. Die merken, das bringt hier an diesem Punkt überhaupt nichts mehr, so weiterzumachen wie gehabt. Ja, hier mit 10 der Stäbe ist auch ein gewisser Abschluss erkennbar, dass man hier einfach an dem Punkt nicht weitermachen kann. Nichtsdestotrotz, hier sind 5 Schwerter auf der Seite des Gegenübers, die sind schon sauer. Ja, da ist irgendwas vorgefallen, wo die sich im Ego sehr stark angegriffen fühlen, im Wert, im Eigenwert. Da liegen Verletzungen vor beim Gegenüber. Sei bitte vorsichtig, es ist möglich, dass, wenn du da zu viel Öl ins Feuer gießt, dass die dann vielleicht aggressiv reagieren oder laut werden. Ne? Das sind viele Dinge, die der Mensch mit der Zeit runtergeschluckt hat. Da hat sich eine Wut angestaut. Und es geht hier vorrangig um Verletzungen des Egos. Ja, wo die sich einfach nicht so gesehen fühlen, wo die sich ja auch vielleicht auch so Respekt fragen, ne? Wo die der Meinung sind, okay, das war jetzt nicht so gerecht oder nicht so fair. Ja, pass bitte auf. Ja, dann haben wir hier auf der Seite des Gegenübers 9 der Münzen, also auch ein starkes Bedürfnis, da mehr den eigenen Weg zu gehen, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, die wollen sich unabhängig machen, die wollen auch alleine ihr Ding da jetzt die nächste Zeit. Ja, das ist hier so eine typische Single-Karte. Man möchte unabhängig sein, man will sich nicht mehr so abhängig machen. Ne? Vielleicht habt ihr hier auch irgendwelche Pflichten gemeinsam und hier sagt das Gegenüber: Ich will mich davon so ein bisschen distanzieren. Ich möchte dann nicht mehr so sehr in die Pflicht genommen werden. Ich will lieber momentan so mein Ding machen. Ja, vielleicht auch mehr alleine unterwegs sein, mehr für sich. Ja. So, ich schau mal, wie das hier weitergehen könnte in der nächsten Zeit. Das Ass der Münzen. Die Liebenden. Ritter der Stäbe. Der Teufel, huha. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Intensive Karten. Der Eremit. Dann nehme ich noch eine letzte. Sechs der Stäbe. So, habe das mal hier ein bisschen gerade gemacht. Das sah so schief aus vorhin. Ja, wie geht's hier weiter? Ass der Münzen. Da kommt eine wunderschöne Gelegenheit, ja. Speziell für euch beide, hier wieder mehr aufeinander zuzugehen. Und ja, in Stabilität dann nochmal miteinander ja, was aufzubauen. Ja, da kommt nochmal eine neue Chance. Hier die Liebenden. Ja, ihr mögt euch, ihr liebt euch. Da ist zu viel Gefühl da, als dass man das wegwerfen sollte, könnte. Ja, ich sehe hier mit dem Ritter der Stäbe. Da kommt jemand plötzlich aus der Versenkung, ja, mit irgend so einer spritzigen Idee, irgendeinem
Ja, irgendwas zum Anstiften, ja, so hey, irgendwas, was sofort den anderen mitreißt. Und das ist dann sozusagen dieser Startpunkt, um sich wieder anzunähern. Ja, hier mit dem Teufel. Das Problem ist, ihr könnt sowieso nicht voneinander lassen, ne? Da kann man sowieso sich nicht lösen, egal was das hier für ein Konstrukt ist, ob das hier was Familiäres ist oder eine Beziehung, eine Partnerschaft. Ihr seid irgendwie aneinander gekettet, ihr seid hier in einem Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, zum einen braucht ihr euch gegenseitig, das ist eben so und daran könnt ihr wahrscheinlich momentan nichts machen. Zum anderen deutet der Teufel darauf hin, dass ihr über diese Verbindung, über diese Beziehung auch einen Lernprozess geliefert bekommt, wo ihr eure eigenen Anteile der Schattenseiten erkennen solltet, um diese halt auch zu beheben. Ja? Ihr werdet wahrscheinlich in dieser Verbindung immer wieder an einen bestimmten Punkt kommen, wo ihr euch ohnmächtig und ausgeliefert fühlt, wo ihr ja nicht weiter wisst. Und der Teufel kommt so oft, bis ihr versteht, was euer eigener Anteil an dem Ganzen ist, warum das hier passiert, immer wieder. Ja? Also die Auflösung, die kommt dann erst später. So, dann haben wir hier den Eremiten und sechs der Stäbe. Ja, hier der Eremit, der wird euch schon den Weg zeigen, wie ihr hier die Sache erfolgreich lösen könnt. Ja, da kommt ein Sieg, ein Grund zum Feiern. Da setzt man sich durch, da geht es wieder in die richtige Richtung, da ist man sich wieder einig auch. Ich muss es immer wieder betonen, ich habe hier wirklich bei ganz vielen im Monat November diesen Eremiten mit der Lampe. Ja? Das ist so süß. Das ist ja, November ist ja der Monat hier für Laternenfest. Ja? Und der kommt hier wirklich fast bei jeder Legung. Na gut, ich bin am Ende angekommen. Liebe Stiere, ich wünsche euch einen wunderbaren November. Wer noch die Lenormand-Kartenlegung sehen möchte, ja, der bleibt einfach dran. Allen anderen wünsche ich schon mal alles Gute und ja, eine schöne Zeit. So, Stier im November 2021. Bär. Fuchs. Mäuse. Schlüssel. Turm. Hier die Glückswürfel. Kuckucksuhr. Mond. Wolken. So, wir haben hier zunächst mal den Bären. Der Bär steht zum einen für Stabilität, für Sicherheit, für Schutz, ja, für sehr solide Strukturen. Andererseits ist es auch stellvertretend hier für eine Person sichtbar. Könnte hier eine ältere Person darstellen, eine reifere Person, eine Person, die auf jeden Fall Stabilität garantiert, die Schutz bietet, ja, die erfahren ist und andere auch beschützen kann. Ja, könnte hier was Mütterliches haben, eine Mutter, ein Muttertier oder vielleicht auch ein Onkel, kann auch ein Mann sein, jemand, der vielleicht auch so von der Körperstatur so ein bisschen wie ein Bärchen aussieht mit einem kleinen Bauch. Oder jemand, der auch kräftiger ist, ja, so eine Stabilität verkörpert, aller, ich schaffe das alles. Jedenfalls dieser Bär, der paddelt hier in Richtung von diesem Fuchs. Und der Fuchs ist halt ein schlauer Fuchs. Ja, der Fuchs ist so schlank und so geschwind und schleicht sich immer durch das Geäst. Ja, der weiß, wo es lang geht. Er weiß, wo er was findet, ja, was zu knabbern. Der war hier auch schon auf der Suche nach, ja, nach irgendwelchen Resten oder Mäusen. Also der war hier kurz davor, Beute zu machen. Also zwei unterschiedliche Tiere, ne? Und guck mal hier, der Fuchs, der dreht sich hier im letzten Moment nach diesem Bär um. Ja, der macht hier kehrt zu diesem Bären. Das heißt, das Falsche wird hier aufgelöst, ja?
das verschwindet. Dieses, ja, Selbstsüchtige vielleicht auch, dieses Egoistische, dieses Unehrliche, ja, das wird hier, das geht hier in die Auflösung. Weil wir haben hier auch den Schlüssel zum Turm. Und der Turm ist zentral in der Mitte. Der Turm steht ja für Trennungen. Also viele haben sich vielleicht in letzter Zeit getrennt oder haben pausiert mit der Beziehung. Also entweder war man räumlich auf Distanz oder auch geistig, emotional. Ja, jemand hat sich hier so in einen großen Turm verabschiedet, abgeschlossen, isoliert und nun kommt hier ein Schlüssel, der das Ganze hier auflösen könnte. Und das passiert wahrscheinlich sehr spontan hier mit dem Glückswürfel. Da kommt es zu einem plötzlichen Zufall, ein Zusammentreffen, ein Anruf. Irgendwie, es fallen die richtigen Worte und auf einmal, zack, wird dieser Schlüssel öffnet dieser Schlüssel hier diesen Turm. Könnte natürlich auch für einige für Behördenangelegenheiten stehen, ja, also die, die sagen, nee, nee, ich habe hier gar nichts am Hut hier privat, könnte hier irgendwas Behördliches anstehen. Ja, da kommt auf jeden Fall eine Lösung rein, ganz spontan kommt da eine Option, eine Möglichkeit. Ja, hier haben wir auch den Schlüssel im Haus 4. Könnte ich auch irgendwelche häuslichen Angelegenheiten betreffen. Ja, dass man plötzlich irgendwie Zugang zu einer bestimmten Wohnung, zu einem bestimmten Bereich bekommt. Ja, dann haben wir hier die Kuckucksuhr. Ja, die Zeit spielt hier eine große Rolle. Ich denke mal, hier passieren Dinge auch spontan, unerwartet. Ja, zum Schluss haben wir hier den Mond und die Wolken. Ja. Auf der Gefühlsebene so ein bisschen Unbehagen. Ne? Also irgendwas frisst hier an jemanden. Da hat man so ein bisschen eine negative Vorahnung oder auch Ängste sind hier ersichtlich. Ja, so Ängste, da muss man aufpassen, dass man sich dann nicht zu tief reinfallen lässt. Ja, bei einigen könnte das hier wirklich auch in depressive Verstimmung umschlagen. Ja, also bitte da nicht so reinfallen lassen. Und hier sehe ich aber, hier kommt ja schon wieder die lichte Seite, hier kommt die Sonne. Ganz zum Schluss. Und darunter sind auch die schönen Blumen, ja, als Quersumme hier der Bär, was wieder die Stabilität bringt. Also hier ist nichts verloren. Alles klar. Gut, ich bin am Ende, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wundervollen November. Viel Glück, viel Erfolg, viel Liebe. Macht's gut, passt auf euch auf und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.